Herzlich willkommen hier auf dem PLW Review Kanal zu einem neuen Video. Und heute stelle ich das Buch vor, 1812 von Adam Zamoyski. Den Einband habe ich leider schon verloren. Und ihr seht auch, das Buch ist schon ein bisschen angeschlagen. Was immer ein Zeichen bei mir dafür ist, dass ich dieses Buch wirklich sehr viel gelesen habe. Wir haben hier auch ein paar Marker drin. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um das Jahr 1812 und Napoleons Invasion in Russland. Erstmal ein paar kleine Fakten. Das Buch hat 720 Seiten mit Quellen. Dann haben wir hier ein paar Karten gehabt. Hier gibt es immer wieder mal kleine Karten drin und auch ein paar Bilder. Aber alles in allem nichts Überwältigendes. Das Buch beschreibt am Anfang so ein bisschen die politisch-strategische Ausgangslage 1812. Also wo befindet man sich hier gerade? Napoleon herrscht über ganz Europa. Spanien ist noch umkämpft. Da rücken die Briten auch schon vor. Und er befindet sich sozusagen in einem Streit mit den Russen, denn er hat gefordert, dass man, um England zu besiegen, eine sogenannte Kontinentalsperre erlässt, das kontinentale System. Er wollte praktisch, dass alle europäischen Häfen ihren Handel mit England, sozusagen ihre Häfen für einen Handel mit England schließen. Und die russische Wirtschaft leidet sehr darunter, worauf Zar Alexander nach und nach immer mehr das kontinentale System fallen lässt und dann schließlich offenen Handel wieder mit England betreibt. Das bringt Napoleon in die Bredouille, dass natürlich Russland sein Verbündeter ist und sich nicht an sein System hält und auch Russland zuvor schon sich nicht als wirklich bündnistreu erwiesen hat, weshalb er in der Zwickmühle ist, dass er auf der einen Seite noch diesen Stachel in seinem Fleisch hat, Spanien, um den er sich ständig kümmern muss. Er muss immer darauf achten, dass die Österreicher und die Engländer nicht, die Engländer sind ja schon im offenen Kriegszustand, dass die Österreicher nicht irgendwie doch noch von ihm abfallen oder gegen ihn mobil machen, auch wenn er inzwischen mit einer Österreicherin verheiratet ist. Und das führte dazu, dass Napoleon immer mehr und mehr in ein Gnadenverhältnis zu Russland rückte. Er musste immer mehr darauf achten, die Russen nicht zu verärgern. Und das ist eine ähnliche Konstellation, wie sie wahrscheinlich Hitler nach dem Sieg über Frankreich hatte. Denn die Russen wurden stärker und stärker, gerade weil sie den Handel mit England wieder zugelassen hatten. Und ähnlich war es auch in der Sowjetunion. Die Sowjetunion rüstete und rüstete auf. Und es stellte sich die Frage, sollte ich jetzt angreifen oder warte ich, bis die Russen mich angreifen und dann deutlich stärker sind? Also kann man auch hier sagen, es war kein Hirngespinst oder kein Fehler Napoleons, zwangsläufig Russland anzugreifen. Aus seiner Sicht, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass er, wie gesagt, in dieser Zwangsstruktur steckte, da er sich dieses kontinentale System, das er seine ganze Strategie darauf aufgebaut hatte, ist diese Entscheidung schon irgendwo nachvollziehbar, dass er jetzt sagt, ich führe jetzt eine Entscheidung herbei, statt hier noch Jahre zu warten und dann schließlich erpressbar zu sein. Denn das passte 1812, da Napoleon schon Herrscher über Europa gewesen war oder zu der Zeit ist, keineswegs in seine Gedankenwelt, dass dies eine Möglichkeit ist, dass er sich von Russland erpressen lässt. Wir haben also diesen aus meiner Sicht völlig neuen Blickwinkel auf diese Zeit. Wir haben hier wirklich eigentlich zwei Supermächte dieser Zeit. Frankreich, das fast ganz Europa besetzt hat, und Russland als diese andere Supermacht, die sich beide belauern und auf den einen Fehler des anderen warten oder auf den einen Grund, warum man sagen kann, jetzt haben wir die Berechtigung zuzuschlagen. Also das ist für mich ein ganz neuer Blickwinkel in diesem Buch gewesen, wie das dargestellt wird von diesem wirklich diesen gefühlten Supermächten, die sich da gegenseitig belauern und auch gegenseitig bedrohen schon halb. Und dieses Buch, muss ich sagen, ist ein militärisches Buch, wie ich noch kein anderes gelesen habe. Ich habe
kein Buch über den Zweiten Weltkrieg gelesen, über den Ersten Weltkrieg, das derart grausam beschreibt, was Krieg bedeutet, wie dieses Buch. Aber fangen wir an. Es beginnt mit der gewaltigen Mobilmachung, die in allen Details beschrieben wird, von 600.000 Mann. Wir lesen hier von Vorratslagern, von Brot, das gebacken werden muss, Schuhe, die an die verschiedensten Orte geliefert werden, wie der Nachschub organisiert wurde von Napoleon. Und das ist wirklich, wie gesagt, super detailliert, aber auch nicht langweilig geschrieben, sondern wirklich informativ und spannend, wie diese Mobilmachung zu dieser Zeit vonstatten ging und in welche Details Napoleon sich da alles eingemischt hat und was dieser Mann alles im Kopf hatte, um zu organisieren, dass man 600.000 Mann aus verschiedenen Nationen, sage ich mal, im Grenzbereich versorgt. Die Russen, die natürlich deutlich hinterlegen sind, ich glaube, sie hatten 200.000, vielleicht bis 300.000 Mann, haben sich sofort zurückgezogen und schon hier, direkt am Anfang, als die Grande Armée, Napoleons Völkerarmee sozusagen, das sind ja Soldaten aus allen möglichen Nationen dabei gewesen, als diese weiter nach Osten vorrückt und bereits in Polen, das ist wirklich wie dieser Vormarsch beschrieben, das ist ein Vormarsch des Grauens, das kann man sich nicht vorstellen. Der Autor beschreibt, wie die Pferde, wie die Fliegen sterben. Er beschreibt auch, wie die Pferde sterben und wie die Pferde aussehen. Also dieses Buch ist für Pferdeliebhaber ist das hier kein Buch. So, ich selber, ich bin jetzt kein Pferdefan, aber ich dachte auch nur, ah, das ist widerlich, die armen Tiere, was man mit denen gemacht hat. Ich will auch gar nicht hier ins Detail gehen. Dann geht es um die Massendesertion und die ersten sterben schon, weil sie einfach, wie gesagt, schon am Anfang schlecht verpflegt werden und einfach krank werden, weil sie sich nicht waschen können. Also ein Großteil seiner Armee ist schon eigentlich in den ersten Monaten schon dahingerafft worden. Kann man fast so sagen. Und hier werden auch einige strategische Fehler von Napoleon beleuchtet, was ich ganz interessant finde. Ich habe im Nachhinein auf jeden Fall herausgefunden, dass der Autor Adam Zamoyski kein großer Napoleon-Fan ist. Und wenn man über dieses Thema so wie er recherchiert, dann verstehe ich das auch definitiv. Napoleon hat in diesem Feldzug einfach eklatante Fehler gemacht. Und das ist so ein bisschen das Gegenstück zu diesem Buch, was ich in einem anderen Video ja schon mal erklärt hatte, von Johannes Wilms, die Biografie. Das ist die romantische Version von Napoleon. Und das ist aus meiner Sicht die realistische Sicht auf Napoleon, die nichts mehr mit der hier zu tun hat. Der strategische Fehler von Napoleon war, und es scheint aus heutiger Sicht undenkbar, er hat in ein karges Gebiet, sage ich mal, ein Kavalleriekorps von 40.000 Pferden geführt mit Reitern. Und hat sich nicht die Frage gestellt, wie man diese Pferde und diese Reiter versorgt. Natürlich sind die Pferde reihenweise gestorben, weil die mussten das trockene Heu da essen und da gab es so gut wie nichts und die sind relativ schnell abgemagert und gestorben. Wirklich relativ schrecklich. Auf jeden Fall, die Russen ziehen sich weiter und weiter zurück und Napoleon rückt weiter und weiter vor und kommt schließlich sogar bis nach Smolensk, kurz vor Moskau. Und hier wird auch beschrieben, wie Smolensk in Schutt und Asche geschossen wird, die ganze Stadt brennt. Und da gibt es wirklich dann zahlreiche Geschichten. Und das ist auch spannend, was Zamoyski macht. Er geht von dieser strategischen, erzählerischen Ebene immer wieder runter auf die persönliche Ebene, sodass man mit den Leuten mitfühlt und erzählt diese Geschichten aus Smolensk, die wirklich schon herzzerreißend sind von dem Chaos und dem Tod, der da stattgefunden haben muss. Also das ist auch selbst für die französischen Soldaten eine schreckliche Sache gewesen, obwohl sie die Stadt in Schutt und Asche geschossen haben oder die Stadt zumindest abgebrannt ist. Was Zamoyski hier auch nochmal anbietet uns als Leser, ist wirklich sein geballtes Wissen. Wir erfahren, wer, wo, wann, was getan hat, wer Schuld hat. Oder wer jemand anders die Schuld in die Schuhe schiebt, gerade auf russischer Seite. Und da muss man sagen, Zamoyski bleibt nichts verborgen. Er deckt wirklich von jedem die Meinung auf und was derjenige über den gesagt hat, was aber eigentlich seine Schuld war. Also super spannend.
Und dann kann man wirklich nur ein großes Kompliment an Zamoyski sagen. Er lässt da niemanden gut aussehen. Er geht mit jedem hart ins Gericht. Er hat da keine einseitige Sicht. Und das ist wirklich super interessant. Paradoxerweise, natürlich, helfen die vielen Toten Napoleon, denn 600.000 Mann zu manövrieren, ist natürlich schwieriger als nur noch 300.000 Mann. Und so kommt es zu einer Art Verschlankung der Armee, nur die Stärksten überleben. Und so kommt es dann auch zur Schlacht von Borodino. Und die Schlacht von Borodino wird sehr ausführlich beschrieben. Es ist ja eigentlich die einzige Schlacht wirklich in diesem Feldzug. Große Schlacht. Und diese Schlacht wird ausführlich beschrieben. Es ist super interessant, weil man, wenn man sich nicht vorher mit der Schlacht von Borodino beschäftigt hatte, dann weiß man gar nicht, wie diese Schlacht abgelaufen ist. Und hier im Grunde genommen könnte man sagen, es ist einfach nur Einheit in die Schlacht geworfen, aber in eine Einheit nach der anderen. Und er beschreibt das hier wirklich in allen Details, wie die Leute von den Artilleriegranaten und Kanonen zerfetzt wurden, wie Leute stundenlang einfach im offenen Feld lagen und verdurstet sind und zu den Linien zurückgerobbt sind. Einheiten, die einfach da standen und zusammengeschossen wurden, nur weil sie gewartet haben. Und so weiter und so fort. Schließlich ziehen die Russen sich von Borodino zurück und Napoleon erklärt sich zum Sieger und marschiert in Moskau ein. Und alle, die sich schon mal gefragt haben, also ich habe das früher auch nie verstanden, wie kann es sein, dass sie einfach Moskau in Brand gesteckt haben? Wie muss man sich das vorstellen, was ist da passiert? In diesem Buch wird das ziemlich genau beschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich will es euch nicht vorweggreifen. Auf jeden Fall interessant. Man kriegt auf jeden Fall ein umfassendes Bild davon, wie sowas aussieht, wenn Leute ihre eigene Stadt in Brand stecken. Und was das für die Soldaten bedeutet hat, denn die Grande Armee ist nach dem Brand auch noch in Moskau geblieben. Und es gab auch noch eine intakte Gesellschaft in Moskau in einer Art und Weise. Immerhin haben dort 250.000 französische Soldaten noch gelebt. Schließlich aber entschließt sich Napoleon zum Rückzug und auch wieder hier in Zamoyski-typischer Art. Wir erleben hier, wie er es beschreibt, ein absolutes Chaos. Und er hat wirklich ein Talent, dieses Chaos zu beschreiben. Und das schafft er eben im Wiener wieder von dieser großen Ebene von, was ist ein chaotischer Rückzug, zu diesen vielen einzelnen Geschichten kommt, die einfach das Bild des Wahnsinns einfach abrunden und zum Einblick geben von französischen Soldaten, die in Damenmänteln und Pelzmänteln herumrennen, Gefangene mitnehmen, Leute erschießen in den Straßen und so weiter und so fort. Und schließlich kommen wir zum einem der wichtigsten Teile dieses Buches, zu dem Rückzug der Franzosen. Und auch hier, in der üblichen Zamoyski-Manier, wieder vom Großen ins Kleine gehen, haben wir unzählige Geschichten von Räuberbanden, von irgendwelchen Bauern, die sich mit Franzosen zusammentun, um ja irgendwie noch zu überleben und wildern rum und töten Großgrundbesitzer und greifen französische Einheiten zusammen an, Italiener, die sich zusammenrotten und gegen die Bauern und gegen die Franzosen kämpfen. Intakte Einheiten, die sich noch zusammenhalten und gegen die marodierenden Bauern, Kosaken und die anderen Nationalitäten kämpfen, also französische Einheiten, die zusammenhalten. Dann Leute, die sich gegenseitig am Feuer erschießen, weil es zu eng wird. Leute, die sich in Häuser drängen und die dann abbrennen mit allen Menschen drin. Oder Leute, die sich in Blockhütten quetschen und alle ersticken und dann brennt die Hütte zusätzlich noch ab. Also es gibt da nichts, was ich da nicht in diesem Buch gelesen habe. Das ist wirklich auf eine Art und Weise beschrieben, die halt diese Romantik, diese Vorstellung von Napoleons Feldzug nach Russland, die ist wirklich komplett entzaubern und man einfach nur noch weiß, das muss die Hölle auf Erden gewesen sein. Und aus diesem Grund muss ich sagen, auch wenn es ein grausames Buch ist, das ist das beste Buch, was ich über die napoleonische Zeit jemals gelesen habe. Es raubt jegliche Romantik, es ist absolut realistisch. Und es stellt Napoleon auch in einem realistischen Licht dar. Es zeigt seine positiven Eigenschaften, aber auch seine negativen Eigenschaften. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Leute ihn tatsächlich irgendwann auch gehasst haben, weil er eben dieses schreckliche Leid dauerhaft und immer wieder verursacht hat mit seinen Kriegen über die Jahre und Jahre hinweg.
Ja, das war's von mir. Den Link zu dem Buch findet ihr in der Beschreibung. Schreibt mir gerne, was ihr von Napoleon haltet oder über seinen Feldzug in Russland denkt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.